Hallo Freunde, ich möchte mit euch zusammen heute einen kleinen Rückblick werfen auf das Grenke Open und zwar nicht auf das A Open oder auf das Superturnier, sondern auf das B Open. Und da habe ich jemand an der Hand, nämlich den Tom, und der mir seine Partien gegeben hat, respektive mit dem ich zusammen seine Partien und durchspreche, ja, aus seiner Sicht. Und ich hoffe, das ist für euch sehr, sehr interessant, die Gedanken und die Herangehensweisen natürlich aus Sicht eines 1800er mal zu sehen und zu hören. Und ich darf noch eben dabei sagen, der Tom hat einen über 10 Jahre alten Computer, so ein Windows, irgendwie so ein Laptop. Ja, ist vielleicht nicht mehr das ganz optimale Bild, aber ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Und da Schach bei uns natürlich immer im Vordergrund steht, ja, denke ich, fangen wir auch direkt an. Die ersten 4 Partien heute. Dann einmal die 5. und 6. Runde und dann einmal die 7. und 8. Runde, weil die Videos sonst zu lange geworden wären, habe ich es ein bisschen gesplittet. Also, wir fangen heute an mit den Runden 1 bis 4 und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich möchte zusammen mit meinem Gast heute ein bisschen über das Grenke Open 2024 sprechen, und zwar das B Open. Und zwar, der Tom hat da selber mitgespielt, und was ich besonders spannend finde, ist, dass wir heute seine Gedanken, also die Ideen und Gedanken des Spielers zu hören bekommen. Und wir werden so, je nachdem wie die Zeit reicht, zwar ein, zwei, drei Partien durchsprechen und an kritischen Momenten immer mal wieder etwas tiefer reingehen, damit wir auch irgendwann mal fertig werden, ist ja klar. Und ansonsten würde ich sagen, mein Gast, Tom, du bist da, hörst mich, ich grüße dich. Ja. Alles klar, super. Dann würde ich sagen, du kannst dich ja eben kurz vorstellen und dann überlasse ich dir das Wort und dann geht's los, ja? Ja, ich bin der Tom. Ich bin hier schon länger auf dem Kanal aktiv. Ich glaube, seit circa 2018, 2019. Spiele doch tatsächlich schon etwas länger Schach und habe gedacht, ich spiele einfach mal beim Grenke-Turnier mit. Und ja, ich hatte dann mit dem Jürgen gesprochen, dass wir uns vielleicht mal ein oder zwei von diesen Partien angucken, weil da teilweise ziemlich interessante Turmendspiele dabei waren. Und da haben wir uns gedacht, wir machen einen kleinen Recap dazu und schauen uns einfach mal die Partien an, wie das gelaufen ist. Super. Turmspiele Jo. werden wir natürlich etwas mehr Zeit reinstecken, ist ja klar, die liebe ich. aber wir wollen natürlich auch vielleicht die anderen Partien einfach mal ein bisschen so einen Überblick bekommen, ne? Welche Öffnungen es vorkommen, welche Gedanken du dazu hast und so weiter. Dann fangen wir mit der ersten Runde an, denke ich, ja? Genau, in der ersten Runde haben wir natürlich schon ein kleines bisschen Zeit gebraucht, um ans Brett zu kommen, weil wir im B-Open waren mit über 1200 Teilnehmern dabei und Chess Results ist scheinbar nur darauf ausgelegt, dass bis zu 1000 Teilnehmer in einem Turnier sein können und somit ist die komplette Chess Results-Seite abgestürzt und wir konnten nicht herausfinden, wo wir spielen müssen und mussten deswegen warten, bis das alles auf Papier ausgedruckt wurde. Ei, Und dann sind wir etwas verspätet in die Runde gegangen. Aber es sollte tatsächlich kein langer Abend werden. Also, wir starten hier mit E4, sag, welche Farbe du E5. hast? Ja, ich habe hier Weiß. War auch schon das erste Glücksgefühl, sage ich mal. Die erste Runde mit Weiß zu starten, ist eigentlich immer ganz angenehm. Da weiß man, man kommt gut in die Partie rein. Springer F3, Springer C6, D4, schottische Partie. E schlägt D4 und ich habe hier Läufer C4, das schottische Gambit gewählt. Und es kam tatsächlich der Zug Dame F6. Das war so ein bisschen die erste Überraschung, weil den Zug, den habe ich als nicht gut erachtet. Hauptzüge in der Theorie wären jetzt zum Beispiel Springer nach S6, Läufer nach C5 oder Läufer B4 Schach. Aber Dame F6 ist ziemlich unnatürlich, weil er zum einen dem Springer das natürliche Feld nimmt. Und weil man die Dame eigentlich in der Öffnung nicht so schnell entwickeln möchte, die kann öfters mal hin und her getreten werden. Man sieht vielleicht schon Ideen, dass man irgendwann mal E5 pushen könnte oder einen Läufer nach G5. Das sind alles so Züge, die man sich überlegen könnte und die auch später dem Schwarzen ein bisschen zum Verhängnis wären. Kurz Rochade, erstmal den König in Sicherheit gebracht, den Turm entwickelt, macht auf jeden Fall Sinn. Läufer nach C5, deckt hier den Bauern ab. Und ich habe hier den Zug E5 gespielt.
weil dadurch, dass ich eben rochiert habe, habe ich den Turm jetzt hier stehen und habe die Möglichkeit, auf die E-Linie zu gehen. Das ist eines dieser Hauptmotive in der Öffnung, dass man versuchen möchte, mit allen Mitteln die E-Linie aufzumachen. Weil wenn der König nur in der Mitte steht und ich schaffe die E-Linie aufzukriegen, meistens mit Turm E1, Dame E2 Motiven, geht es dem Schwarzen an den Kragen. Mhm. Deswegen darf man zum Beispiel auch hier den Bauern nicht schlagen. Nach Springer schlägt E5, Springer schlägt E5, Dame schlägt E5. Und das auch hier einfach mal ausführen. Ja. Würde hier der Zug Turm nach E1 folgen, weil Dame und König jetzt auf einer Linie offen stehen und der Turm diese Dame aufschließen genau. würde. Dieses Motiv ist natürlich der Klassiker, sag ich mal, ne, in diesen Eröffnungsarten. Genau. Deswegen kam tatsächlich hier der Zug Dame nach D8. Das hat mich schon sehr gefreut, weil die Dame ist jetzt wieder zurück nach Hause gegangen. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich einfach nur zwei Züge verschwendet. Mhm. Es gibt tatsächlich die Stellung, wenn man direkt nach Läufer C4 den Zug Läufer nach C5 spielt, da spielt man jetzt C3, das habe ich tatsächlich auch in der Stellung hier gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass ich jetzt im Grunde genau diese Theoriestellung habe, nur dass ich zwei extra Tempi habe, nämlich E5 und kurz auch Rade schon gespielt habe und deswegen eigentlich schon einen enormen Vorteil haben sollte. Wollte gerade sagen, das kann nicht schaden. Ne? Das kann nicht schaden. Der Springer hat sich hier nach E7 entwickelt. Ich habe jetzt hier auf D4 geschlagen, mit Tempo auf den Läufer. Der Läufer geht zurück nach B6. Kurze Anmerkung noch, ihr seht ab und zu mal die Bewertungen von der Analyse von Stockfish. Die haben wir jetzt nicht rausgenommen. Ihr habt gesehen, bei C3 von Weiß wurde Doppelfragezeichen angegeben. Ja? Das ist natürlich eine Engine, ein Quatsch aus menschlicher Sicht. Ist halt ein völlig solider und guter Zug. Ja? Deswegen, nur weil es einen theoretisch besseren gab. Aber deswegen nicht immer alles ernst nehmen und so. Ja? C3, absolut guter Zug. Ja, wir können natürlich hier mal ganz kurz reingehen. C3 wird deswegen als Doppelfragezeichen angezeigt, weil hier tatsächlich Springer G5 sehr viel Druck gegen F7 macht und tatsächlich die Partie auch direkt gewinnt. Tatsächlich habe ich C3 gespielt, weil es mir, wie gesagt, aus der Theoriestellung bekannt vorkam. Aber dieses Motiv haben wir tatsächlich jetzt hier in der Stellung. Nach dem Tempozug C schlägt D4, Läufer nach B6, haben wir hier nämlich Springer nach G5. Okay. Weil hier habe ich tatsächlich das Ende der Partie schon auf dem Brett gesehen. Oh, das weil klingt gut. Beide gucken nach F7. Das kann man nur schwer verteidigen. Eigentlich sind die einzigen beiden Züge, die das verteidigen, Turm nach F8 und kurze Rochade. Ich persönlich habe auch stark mit kurzer Rochade gerechnet. Aber das kommt halt so ein bisschen weiter die Probleme rein. Jetzt kann ich nämlich Dame nach F5 mit Tempo spielen. Ich drohe matt in einem Zug. Und ich gucke mit einer weiteren Figur nach F7. Und man kann nicht beides gleichzeitig abwehren. Deswegen ist hier die Partie eigentlich schon zu Ende. H6 verteidigt zwar das Matt in 1, aber ich kann mit dem Springer auf F7 nehmen, habe jetzt einen Gratis-Bauern bekommen und ich drohe die Dame anzugreifen, also ich greife die Dame an, ich drohe hier Abzüge zu spielen. Eigentlich muss man hier auch schon die Qualität reinwerfen. Mhm. Und nach Läufer schlägt F7. Kam noch König F8 und nach Läufer C4 wurde die Partie tatsächlich auch schon aufgegeben. Es droht Dame F7 matt und man kann es nicht wirklich verteidigen. Sollte noch Dame nach E8 kommen, kommt einfach Dame F3 und der König hat kein Feld. Es müsste zu Springer F5 kommen und das ist eigentlich nichts, was man sich angucken möchte. Nee. Dementsprechend, erste Runde war ein schneller Sieg. Super. Damit waren wir schnell fertig. Erzähl noch schnell, wie stark der Gegner war. Meine Gegnerin hatte, glaube ich, eine DWZ von gerade mal 900 und eine Elo von circa 1500. Dementsprechend. Okay. Den Sieg nehmen wir mit, ne? Den Sieg nehmen wir mit. Habe ich tatsächlich da gar nicht mit gerechnet, weil sie hatte mir vor der Partie nur gesagt, dass sie 1500 hat. Ich wusste nicht, ob das jetzt Elo, DWZ ist und habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass das schon eine relativ schwierige Partie werden würde und war dann schon nach Dame F6 etwas irritiert. Und im Grunde zog sich das dann durch die Partie durch, weil so richtig ist Schwarz hier niemals in die Partie gekommen. Ja. Super, den ersten Sieg haben wir eingefahren. Dann zweite Runde hast du wahrscheinlich Schwarz, ne? Genau, zweite Runde habe ich Schwarz gespielt.
Es kam zu Springer F3, Springer F6, G3, G6, Läufer G2, Läufer G7, D4, D6. Das ist so dieser typische königsindische Aufbau, wozu ich tatsächlich auch nicht allzu viel Theoriewissen habe, gerade wenn Weiß hier selber mit G3, Läufer G2 hantiert. Ich kenne im Grunde einfach nur diesen Aufbau und kenne da ein paar Ideen drin. Viel mehr kann ich zu dieser Muss ich ja auch schwer nicht sagen. Überlasten mit Theorie. Also hier kommt dieses typische E5, es kam jetzt E3, der hat mich ein bisschen verwundert, weil normalerweise will man doch, wenn der Gegner Königsende spielt, so ein bisschen aktiver spielen, vielleicht mit E4, dass man diesen Läufer auch entwickeln kann oder ähnliches. E3, der schließt den hier unten so ein bisschen ein, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Welche Zahl hatte der Gegner hier? Ich glaube 1785 DWZ und Elo 1900 irgendwas. Ich glaube 1930, 1940. Okay. Mhm. Ich habe jetzt C6 gespielt aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen wollte ich diesen Läufer so ein bisschen von dieser langen Diagonale abschirmen, dass wenn ich selber mal meinen Läufer entwickle, dass hier nicht auf einmal der B7 hängt, weil das in manche Varianten generell mal passieren könnte. Und zum anderen hatte ich hier in der Stelle noch überlegt, einen Aufbau anzustreben mit Bauer nach E4 und Bauer nach D5, dass ich hier diese Bauernkette auf den weißen Feldern habe und vielleicht auch mal Richtung Königsangriff gehe. Mhm. Da habe ich tatsächlich irgendwann ein bisschen zu umentschieden, weil ich gemerkt habe, wenn ich es schaffe, E4 und D5 durchzudrücken, dann würde dieser Springer nach D2 gehen und man könnte mit F3 diese Kette anhebeln. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich das am Ende finden soll. Weil ja, am Ende bleibt so ein bisschen dieser schwache E3 über. Dafür kriegt Weiß aber die halboffene F-Linie. Du kannst sie ja mal ausführen, so eine Zugfolge, dass dieses Motiv oder die Stellungstyp jetzt aufs Brett kommt. Eine Zugfolge. Mach mal B3 oder so, irgendwas für Weiß. Ich überlege gerade, was könnte denn natürlich sein? Das Ding ist, ich wollte jetzt schon Dame nach C2 spielen, aber das verhindert ja gerade E4. Ja, B2, B3 also, vielleicht? Ne? Ja, machen wir mal B3. Machen wir mal gucken. So und so. Genau, sieht auf den ersten Blick ja gut aus, weil der E4 jetzt stabilisiert ist. Genau. Ich habe überlegt, entweder einmal hier rauszutauschen oder vielleicht auch direkt F3 zu spielen. Ich weiß nicht, vielleicht ist sogar einmal raustauschen etwas effektiver. Man spielt hier mit F3. Und entweder der E4 wird halt schwach, beziehungsweise ich kann den E4 hier nicht halten, da stehen viel, viel, viel zu viele Figuren drauf. Oder ich muss hier schlagen und dann bleibe ich mit dem Isolani hier stehen. Man kann zwar argumentieren, dass der Bau halt auch nicht so gut ist, aber ich meine, Weiß hat die halboffene F-Linie, ich habe den Isolani hier. Weiß ich, der Läufer kann vielleicht mal nach A3 gehen, aktiv werden. Deswegen hat mir die Stellung tatsächlich nicht so gut gefallen. Ja. Und ich habe mich am Ende dann umentschieden. Finde ich faszinierend und toll, also als Lob, dass du nicht nur dir Gedanken machst, was spiele ich, sondern auch eine Stellungsbewertung anschließend abgibst und dass du so einen Zug wie F3 überhaupt also siehst und dann auch bewertest. Finde ich gut. Da hätte ich nämlich auch Angst vor, aus schwarzer Sicht, wenn Weiß da mit F2, F3 rumhebelt. Das dann irgendwie einzuschätzen, ist bestimmt super schwierig, glaube ich auch. Ja, ja, aber ich habe tatsächlich eher gesagt, dass sollte etwas besser für Weiß sein, weil ich habe gedacht, dieser eine Nachteil, dass man diesen E3 da stehen hat, ist nicht wert, dass man da die halboffene F-Linie hat und nicht diesen Isolani hat und Weiß auch generell aktiveres Figurenspiel hat. Und deswegen habe ich mich tatsächlich am Ende nicht dafür entschieden, dieses E4, D5 durchzudrücken, sondern habe es etwas anders gespielt. Okay. Es kam erstmal B3. Darauf habe ich dann Dame nach A5 gespielt, der erstmal nicht ganz so natürlich aussieht. Aber zum einen wollte ich verhindern, dass dieser Läufer nach A3 geht. Mhm. Und habe gedacht, dass er jetzt entweder nach B2 oder nach D2 geht, um diesen hängenden Springer zu verteidigen. Und ich habe gedacht, der Läufer würde da nicht so gut stehen wie auf A3. Außerdem hatte ich im Kopf, dass ich, je nachdem, wenn zum Beispiel Läufer nach B2 kommt, ich eventuell so hier einfach einmal rausnehmen kann. Weil wenn der Bauer jetzt hier zurücknimmt, dann steht der Läufer schon auf B2. Das heißt, ich öffne hier keine Diagonale für den Läufer. Aber ich öffne hier so ein bisschen den Weg für die Dame Richtung H5. So eine Idee? Das
Das wäre passiert, wenn der Läufer nach B2 gegangen ist. In der Partie ist der Läufer nach D2 gegangen. Und da habe ich gesagt, okay, im Grunde habe ich jetzt das erreicht, was ich erreichen wollte. Der Läufer steht jetzt auf dem doofen Feld. Dann kann die Dame wieder gehen. Freunde, ihr seht, ja, ein bisschen Strategie ist da schon bei und auch nachvollziehbare Ideen, denke ich, ja. Also auch gute Ideen kann ich sehr gut nachvollziehen. Gefällt mir bis jetzt. Kam jetzt hier Turm nach C1. Das ist an sich logisch, den Turm zu entwickeln, mal auf die Linie von der Dame zu stellen. Ich habe bis jetzt hier noch keine große Gefahr gesehen mit Springer D5 oder Springer B5 Motiven, weil da halt noch ziemlich viele Sachen dazwischen stehen, aber sollte ich auch im Hinterkopf haben. Ich habe jetzt erstmal meinen Turm nach E8 entwickelt und Weiß hat jetzt hier mit D5 gespielt. Den fand ich ein bisschen merkwürdig, weil der hinterlässt hier ordentlich Felderschwächen. Deswegen bin ich auch mit dem Springer nach C5 gegangen und habe so ein bisschen das Feld D3 unter Beschuss genommen. Das sieht gut aus. Dazu kommen wir auch. Der weiße Springer ist hier nach G5 gegangen, der deckt das Feld E4 nochmal ab. Was es mir auch ein wenig erschwert, diesen Springer auf D3 einzupflanzen, weil ich den Springer eigentlich nur vernünftig auf D3 halten kann, wenn ich den da decken kann. Entweder mit Läufer nach F5 oder mit dem Bauern auf E4. Und dadurch, dass jetzt so viele Figuren hier nach E4 gehen, habe ich keinen vernünftigen Weg gesehen, wie ich diesen Springer vernünftig auf D3 fixieren kann. Kannst du das Motiv mal kurz in der Praxis andeuten, jetzt, wenn du jetzt mit dem Springer da reingehst und wo die Gefahren dann sind? Wenn ich jetzt direkt da reingehe, genau. Turm steht irgendwo weg. Der Turm nach C2. Und du spielst E5, E4. Ah, der geht jetzt gar nicht, ne, weil der sofort weg ist. Guck mal drauf. Ja. Ging jetzt, genau, ich wollte auch nur auf ein anderes taktisches Motiv einmal hinweisen. Man kann ganz kurz gucken, wenn Läufer F5 kommt, kommt hier jetzt selber E4. Ich muss wieder ziehen. Weiß jetzt nicht, ob nach G4, G7. Aber dann steht er halt hier auch wieder so ein bisschen merkwürdig drin. Ich muss mal aufpassen, wenn der Läufer nach E3 geht, dass der Springer ja, nicht genau eingefangen wird, ihren unvorteilhaften Abtausch bekomme. Aber ja, das, auf das wir hinaus wollten, das hätten wir tatsächlich jetzt gleich auch noch in der Partie. Ah, okay, gut, prima. Beziehungsweise haben wir zum Glück nicht in der Partie gehabt. Ich habe mich da, ich wollte es ja da nicht spielen. Man kann das ja einfach mal beschreiben. Das ist, wenn dieser Springer auf D3 steht und ich den E4 Bauern spiele, dass es dieses taktische Motiv gibt, dass ich den Bauern wegfressen kann, um die Verteidigung des Springers auf D3 aufzuheben. Das, wenn ich dann zum Beispiel mit dem Springer hier wieder nehme, dass dann eine Dame oder ein Turm, der vielleicht auch mal auf C3 auftauchen könnte, dann diesen Springer wegfressen kann. Und dass man dann mit Weiß anbaut. Genau. Super. Das wäre zum Beispiel, hier wäre das, glaube ich, auch eine Idee gewesen. Wenn ich jetzt hier, was hatte ich hier nochmal gerechnet? Springer D3, Turm nach C3. Genau, dann hatte ich Varianten gerechnet mit F5. Und das funktioniert alles nicht, weil Weiß hier ein Zug schneller ist. Ja. Ich habe ein paar Mal gerechnet, ob ich diesen Springer nicht irgendwie auf D3 reinfixieren kann, weil der steht da richtig gut, aber es scheint einfach nicht zu gehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier rauszutauschen. Und hatte ursprünglich geplant, F5 zu spielen. F5, E4. Und habe aber dann gedacht, dass ich dann mit diesem schlechten Läufer überbleibe, weil der dann von den eigenen Bauern so ein bisschen eingeengt ist. Und habe mich deswegen dazu entschieden, Läufer nach H3 mit Tempo zu spielen. Es kam darauf Läufer nach G2. Und ich glaube, jetzt kommt wirklich der Zug in der Partie, der mich am allermeisten geärgert hat. Das war nämlich Dame nach D7. Erklär uns, warum sie dich geärgert hat. Ja, das ärgert mich aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, der Hauptgrund ist halt wirklich, dass jetzt hier E4 gespielt werden kann. Dass zum einen ich auf diesem Läufer hier sitzen bleibt, dass ich nicht mehr selber zu E4 kommen kann, beziehungsweise F5, E4. Dieser Läufer kriegt jetzt langsam wieder etwas Felder, meiner dagegen nicht. Und ich schaffe es nicht mehr so gut, selber F5 zu spielen.
Weiß ich, wenn ich jetzt hier einfach direkt den Läufer getauscht hätte und dann F5, beziehungsweise erst E4, dann F5 gespielt hätte. Weiß nicht, macht das einen großen Unterschied, ob ich erst F5 spiele oder erst E4? Also das hätte mir etwas mehr gefallen, weil jetzt steht mein Läufer hier doch wieder ziemlich offen. Ich glaube, der Beste für Weiß wäre hier wirklich noch, den einfach abzutauschen. Ich hätte dann sagen, eine eigentlich ganz angenehme Stellung hier gehabt. Warum tauschst du auf C3 selber ab? Kannst du nicht sofort F5 spielen? Ich kann nur sofort F5 spielen, geht auch. Und wenn er tauscht, kannst du halt mit der Dame schlagen, stehst mit der Dame direkt auf der Diagonale. Ja, das macht vielleicht Sinn, weil dann habe ich D4 so ein bisschen unter Beschuss, dann... Auch, ja. Aber jetzt hängt der D6, ne? Ist die Frage. Ah, jetzt hängt der D6 hängt vielleicht. Ja, der D6, das könnte... Ich guck gerade mal, hat die Dame denn den Weg wieder raus? Ja, wahrscheinlich über die Diagonale. Dann kommt der Turm hier rein. Wäre vielleicht auch noch eine interessante Variante, sich das anzugucken. Aber ja, leider auch nicht so interessant. Es sind ein paar viele Bauern, die man hier abgibt. Ja, ich glaube auch. Schade. Okay, ja, dann wäre deine Variante vielleicht doch besser. Ne? Naja, deswegen, es hat mich geärgert, hier Dame nach D7 gespielt habe, war das ermöglicht E4. Jetzt komme ich selber nicht mehr so richtig gut zu F5. Ja. Beziehungsweise nicht zu F5, E4, was mir halt dieses etwas angenehmere Spiel ermöglicht hätte. Ich habe jetzt im Nachhinein getauscht und trotzdem F5 gespielt, aber jetzt habe ich E4 nicht mehr. Deswegen bleibt dieser Läufer halt immer noch nicht ganz so gut. Und habe tatsächlich noch F5 auch Remis angeboten, was meine Gegnerin hier angenommen hat. Okay. Was ich tatsächlich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil ich hätte eigentlich gesagt, dass Weiß hier ein kleines bisschen besser steht. Würde ich wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile tippen. Besserer Läufer, etwas mehr Raum. D6 ist nichts Dramatisches, Problem. Aber Weiß kann wahrscheinlich auch risikolos zumindest erstmal weiterspielen. Ja, das denke ich schon. Ja, ich hatte hier so ein bisschen die Überlegung gehabt, auf welche Art und Weise spiele ich jetzt hier. Möchte ich hier irgendwann auf D5 tauschen oder möchte ich C5 spielen? Möchte ich hier versuchen, das abzuschließen oder nicht? Möchte ich vielleicht sogar mit der Eisenstange rangehen und F4 durchdrücken, auch wenn es unter den Kosten von den Bauern vielleicht kommen würde? Ja. Deswegen, ich habe mir hier ein paar Gedanken gemacht, wie ich es am besten weiterspielen würde. Ja, ist noch alles drin. Ich glaube, dein Hauptfokus wird wahrscheinlich am Königsflügel liegen. Ne? Das auf jeden Fall, ja. Aber gut, Remis ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Aus einer Öffnung heraus, die du vielleicht nicht super so tief kanntest, aber wo du mit normalen, guten Zügen problemlos mit schwarzen Remis erreicht hast. Ist ja schon mal ein guter Anfang. Ne? Ja, war soweit in Ordnung. Also unzufrieden war ich hier tatsächlich nicht. Mhm. Ja, wir gehen einfach mal ganz kurz in die Partie. Ja, gerne. Gegen wen hast du gespielt? Ich weiß nur, der hatte 1870 DWZ. Elo weiß ich jetzt gerade nicht. Mhm. Okay. Ist natürlich auch ein bisschen doof, weil ich glaube, bei dem Spiel habe ich das Partieformular verloren. Mhm. Das kann ich nur noch ganz kurz was zur Öffnung sagen. Wir haben hier E4, D5, E schlägt, Springer F6, D4 und Läufer nach G4. Das hatte ich online im Blitzen schon ein paar Mal auf dem Brett. Ja. Ich war einfach nicht mehr genau, wie das weitergeht. Ich wusste noch, F3 ist ein Zug. Ich wusste aber, man muss danach den nächsten Zug bzw. die nächsten zwei Züge kennen, weil sonst hat Schwarz mindestens Ausgleich. Und deswegen wollte ich mich darauf nicht so richtig einlassen und habe einfach versucht, so solide wie möglich zu spielen. Ich habe hier Läufer nach E2 gespielt. Die Läufer haben sich getauscht, der Bauer ist zurückgenommen worden. Springer F3, Springer nach C6, Springer nach C3. Wir haben hier eine normale Partie auf dem Brett. Dame F5, Läufer E3. Ich habe versucht, mich normal zu entwickeln. Und es lief am Ende darauf hinaus, dass ich hier kurz rochiert habe. Der Gegner hat lang rochiert und wir haben beide versucht zu War mein Gegner hier auch etwas erfolgreicher als ich? Ich glaube, um 1-2 Tempi hat er es dann geschafft, meinen König zuerst mal zu setzen. Ah, der Lump. aber um noch mal ganz kurz auf die Eröffnung einzugehen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, man hat also kein Theoriewissen in dem Sinne, man wird von irgendeiner Variante überrascht und dann hat man so ein Halbwissen irgendwie, dann finde ich es besser,
mit dem Bauern zurückgeben und auf Vorteil zu verzichten, aber mit natürlichen Zügen die Entwicklung voranzutreiben und eine ausgeglichene Stellung spielen zu können, sorgenfrei, relativ sorgenfrei. Ja, wenn man sich dann auf irgendwelche Sachen einlässt, die man gar nicht so richtig kennt, kann man schnell, ganz schnell unter die Räder kommen. Deswegen finde ich die Herangehensweise, den Bauern zurückzugeben und Figuren entwickeln und so weiter, einen guten Ansatz, einen praktischen Ansatz. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich diese Öffnung, ich habe es mir ganz, ganz kurz nach der Partie mal angeguckt, was man hier eigentlich spielen soll. Mhm. Und zwei Runden später habe ich tatsächlich die gleiche Öffnung nochmal auf dem Brett gehabt. Oh. Und wir werden das gleich sehen. Ich hatte die ganze Partie über keinen Spaß. Ich habe diesen Bauern mitgenommen, aber ich musste so viel verteidigen. Das hat mir wirklich keinen Spaß gemacht. Also da gebe ich lieber den Bauern zurück und spiele eine normale Partie. Alles klar. Dann haben wir jetzt, das war die dritte. Das heißt, die hast du jetzt leider verloren, weil das Partieformular auch nicht mehr hast, können wir die nicht tief gucken. Aber dann geht es mit der vierten einfach weiter. Ja, in der vierten Partie habe ich wieder schwarz. Hier haben wir Französisch auf dem Brett. Abtausch Französisch. Läufer D3, Läufer D6. Dazu vielleicht kurze Geschichte. Diesen Aufbau, den ich hier spielen werde, mit Läufer D6, Springer E7, Springer nach C6, Läufer G4, Dame D7, lange Rochade, den habe ich mir tatsächlich aus einem deiner Videos angeguckt. Ich glaube, das war eins der ersten Videos, was ich auf deinem Kanal gefunden habe. Ich glaube, das war im Bereich 2018 irgendwann. Ich weiß nicht mehr genau, so lange her. Die Zahl. Ich muss mal gucken, vielleicht findest du das Video ja noch. Vielleicht kann man das ja unten verlinken oder ähnliches. Ja, mache ich mal. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Aufbau, weil man hier mit Schwarz gut auf Gewinn spielen kann, gut auf Angriff spielen kann. Ich denke auch, ne? Man kommt gut aus der Öffnung raus und hat einen Plan, ne? Um diese Symmetrie der Bauernstruktur ein bisschen zu durchbrechen und was Aktives zu machen. Deswegen, das macht soweit jetzt alles erstmal Sinn. Läufer G5 ist ein bisschen komisch, weil eigentlich möchte sowieso F3, G5 spielen und hier am Königsflügel angreifen. Mhm. Deswegen, dass F3 hier mit Tempo, F6 jetzt hier mit Tempo kommt, das kommt eigentlich nur mir zugute. Stimmt, ja. Läufer G3, da ist wieder diese Frage, schlägt man den nicht? Wir haben uns, glaube ich, schon mal über dieses Thema unterhalten. Ja, kurze Anmerkung. Wir hatten das schon mal aufgenommen gestern und dann ist was schiefgelaufen. Deswegen hoffentlich klappt es heute besser. Genau. Das klappt schon. Und ging halt um die Frage, ja, schlägt man auf G3 oder nicht? Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, also im Regelfall schlage ich eher ungern auf G3. Aus dem Grunde, jetzt könnte ich es vielleicht sogar noch machen, weil der G-Bauer auf G7 steht und der F-Bauer noch gedeckt ist. Später, wenn ich will ja mit G7, G5 und mit H5 und Angriff, dann könnte der F-Bauer als rückständiger Bauer auf der F-Linie natürlich auch zur Schwäche werden. Also hier könnte man es noch machen, aber ich würde so generell lieber diesen Läufer nehmen, um Tempo zu gewinnen durch G5, H5 und so. Deswegen. Ja, ich habe das tatsächlich ähnlich gesehen. Ich wollte hier tatsächlich noch nicht schlagen, weil irgendwie, wenn diese Bauern hier so stehen, dann ist das einfach wesentlich schwieriger, hier am Königsflügel anzugreifen, gerade mit der halboffenen F-Linie. Ja. Deswegen habe ich dazu entschieden, G5 zu spielen und weiter auf Angriff zu spielen. Okay, los geht's. Turm E7, Läufer nach F7. Der ist zum einen dafür da, dass ich den H-Bauern pushen kann und um E6 zu verteidigen, damit Dame E6 hier nicht einfach die Dame abtauscht. Sehr gut. Und ja, hier habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang überlegt, welchen Zug ich jetzt mache. Ich stand hin und her gerissen zwischen H5 und F5. Okay, ganz kurz. Lassen wir den Zuschauer mal eben 2 Sekunden nachdenken, was er hier spielen würde und welche Gedanken er dabei hätte. Im Zweifelsfall kann er das Video ja anhalten, deswegen braucht man nicht zu lange warten. Dann bin ich mal gespannt. Also mein Eindruck wäre, dass wir einfach mit H5 und dann irgendwie loslegen, ne? Ohne Rücksicht auf Verlust angreifen. Ich auch sagen, H5 wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich habe mich tatsächlich für F5 entschieden.
Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so genau, was da jetzt der Schlüssel war, der mir gesagt hat, spiel eher F5 als H5. Vielleicht war es sogar, dass ich einfach beides spielen wollte, sowohl F5 als auch H5. Dass ich irgendwie gesagt habe, F5 brauche ich mit als Unterstützung, um besser G4 durchpushen zu können. Ich weiß es nicht mehr genau. Kurze Anmerkung von mir. Ich spiele dieses F5 spiele ich sehr ungerne, weil ich das Feld E5 einfach langfristig unter Kontrolle halten will. Und im Zweifelsfall drücke ich G4 durch und unterbauen Opfer. Das ist mir egal. Hauptsache, da gehen Linien auf, die Türme nach G8 und irgendwie gib ihm, ja. Das Feld E5 abzugeben ist vielleicht etwas grenzwertiger, weil seine Figuren nicht manövrieren kann. Aber ist nur mein persönlicher Eindruck, ne? Nee, macht ja absolut Sinn. Ich meine, das werden wir gleich in der Partie noch sehen, dass das Feld E5 hier sehr, sehr oft unter Beschuss genommen wird von Weißen. Mhm. Kam jetzt hier zum Läufertausch. Gegner spielt Dame F3, nimmt jetzt hier den F5 unter Beschuss. Auch eine Schwäche. Mhm. Den muss ich jetzt hier decken, beziehungsweise ich habe das so angesehen, dass ich den decken müsste. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, wie das ist, wenn ich jetzt einfach den F-Bauern abgebe, was ich zum Beispiel jetzt Turm DF8 oder König B8 oder ähnliches, und sage, ich habe dann hier die F-Linie geöffnet, ob das vielleicht irgendwie Sinn machen würde oder nicht. Aber ich habe es mich am Ende tatsächlich nicht getraut und habe gesagt, komm, ich spiele jetzt Dame F6, ich schaff's doch immer noch irgendwie G4 durchzudrücken oder nicht. Aber wir ahnen Böses, ja? Doppelfragezeichen ist kein gutes Zeichen. Doppelfragezeichen, kein gutes Zeichen. Tatsächlich hätte der Gegner hier die Chance nutzen können, dass die Dame hier ungedeckt ist und hätte diesen sehr deplatzierten Springer auf H2 wieder nach G4 stellen können. Mit Tempo. Das wäre auf jeden Fall ein sehr guter Zug gewesen. Hat der Gegner tatsächlich nicht gemacht. Er hat jetzt gesagt, ich spiele jetzt selber G4, zum einen zu verhindern, dass ich G4 spielen kann. Und dann wieder auszunutzen, dass diese Dame umgedeckt ist. Mhm. Was aber eigentlich so allem, was ich über Schach gelernt habe, so ein bisschen entgegenspricht. Weil ich meine, ich versuche jetzt gerade hier in einem Königsflügel matt zu setzen. Er sagt, komm, ich spiele jetzt aber G4. Das sieht komisch aus. Ne? Hat mich tatsächlich sehr überrascht. Aber ich habe es tatsächlich auch nicht geschafft, da was Vernünftiges rauszubekommen. Also jetzt dadurch, dass dieser F5 nochmal unter Beschuss genommen ist, habe ich mich tatsächlich dazu entschlossen, hier F4 zu spielen. Sieht ja erstmal vernünftig aus. Auf der einen Seite sieht das erstmal vernünftig aus, aber jetzt ist es tatsächlich schwierig, hier vernünftig anzugreifen. Also man muss halt eigentlich immer noch diesen Hebel H5 gleich spielen. Liegt ja auf der Hand, ne? Liegt auf der Hand, aber scheinbar ist es doch nicht so einfach, weil ich wollte mir erstmal meine Figuren richtig stellen und das hat mich am Ende so viel Zeit gekostet, dass ich, glaube ich, gar nicht mehr zur H5 gekommen bin. Oh. Das werden wir jetzt aber auch sehen. Okay. Gegner entwickelt D2, Spielspringer G6. Ich habe irgendwie gedacht, der macht nichts. Ich wollte die irgendwie hier mit reinbekommen, dass ich irgendwie mal was Vernünftiges mit diesen Springern anfangen kann, ja. Bevor ich hier H5. Ja, mit mehr Figuren angreifen macht ja grundsätzlich Sinn. Hm? Mhm. Läufer F5 Schach macht sowas auch Sinn. König B8. Dame D3. Springer CE7. Wie gesagt, ich wollte eigentlich ja hier hin und da hingehen. Aber nach Springer DF3 ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass halt E5 wirklich ein ziemlich grauenvolles Feld ist für mich. Und dass ich was dagegen tun muss. Ja. Und ich hatte eben auch gerechnet, was war das, wenn ich hier jetzt diesen Läufer rausnehme und die Dame nimmt hier und der Bauer nimmt hier, dann würde der Springer und der Bauer gleichzeitig hängen. Tatsächlich ist das so, dass dieser Bauer nicht hängen würde, weil man dann nach ich weiß gerade gar nicht. Da hat mir gesagt, Springer F8, glaube ich. Dass man nach dem Schlagen hier nämlich Turm G8 hätte. Mm, und man mit Fesselung eine Springer haben könnte. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Hin- und Her-Gewurschtel, das ist eigentlich auch nichts, worauf man sich einlassen möchte, oder? Ja,
eher ungerne, das stimmt. Deswegen habe ich mich tatsächlich entschieden, diesen Läufer nicht wegzuschlagen, sondern habe einfach eingesehen, okay, Springer CE7 war ein doofen Zug, ich ziehe den zurück und gucke nochmal auf das Feld E5. Muss ja. Ich leider einsehen, dass ich hier Short gespielt habe, habe den einfach zurückgezogen. Ist ja aber auch nicht schlecht, wenn man sieht, dass irgendwas nicht richtig war, ja, das zu korrigieren, da muss man ja auch erstmal die Courage für haben, weil viele sagen dann, komm, jetzt bin ich einmal dabei und jetzt ziehe ich da durch. Ja, und finde ich gut, dass man seine eigenen Fehler korrigieren möchte. Geht vielleicht auf Lasten der Vorteilschance, ja, aber dadurch hast du auch wahrscheinlich in der Praxis bessere Chancen, zumindest das Gleichgewicht zu halten. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Geht das Spiel jetzt hier B4, der macht auf der einen Seite schon mal Sinn. Ich meine, er möchte jetzt hier Gegenspieler am Darmflügel kreieren. Mhm. Das ist auf jeden Fall soweit vernünftig. Ich habe jetzt den Turm H nach E8 gespielt. Muss tatsächlich sagen, ich hatte hier schon so ein bisschen aufgegeben, mit H5 Richtung Königsangriff zu gehen. Ich habe mich tatsächlich jetzt dazu entschieden, die Partie einfach weiterzuspielen. Und ja, ich will jetzt nicht sagen zu hoffen, aber drauf zu hoffen, dass ich einfach dadurch, dass ich zahlenmäßig der bessere Spieler war, ist einfach in einer langen Partie, also nicht durch einen kurzfristigen Mattangriff, sondern einfach aufs Endspiel hinaus besser gewinnen würde. Mhm. Weiß ich, ich hätte vielleicht auch mal überlegen können, jetzt hier doch immer noch H5 zu spielen, so Richtung Brechstangenmäßig. Aber tatsächlich, ich habe hier die große Chance für den Angriff nicht gesehen. Ja, manchmal sieht man ja auch Sachen, die man dann immer erst, wenn sie auf dem Brett sind oder so, ne? Aber weiß ja. Hat natürlich auch schon viele Figuren am König noch, ne, zum Verteidigen. Ja, eins, zwei, ja, den vielleicht ein bisschen, die hier noch. Ja, je nachdem, vielleicht kann man hier mal runtertauschen. Wobei, möchte man ja eigentlich nicht haben. Auch nicht nach H5. Hey, ich habe tatsächlich den Königsangriff so ein kleines bisschen aufgegeben und habe gesagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, was wir endspieltechnisch machen können. Okay. Mhm. B5, ich glaube, hier war das, hat mein Gegner Remis angeboten. Und ich habe tatsächlich wieder diesen Gedanken gehabt, eigentlich, ich kann hier nicht besser stehen. Aber ich wollte halt weiterspielen, ich wollte halt noch versuchen. Ich habe Springer A5 gespielt, habe so ein bisschen Hoffnung gesehen für diesen Springer auf C4. Oder dass ich vielleicht in ein vernünftiges Endspiel reinkomme, wo dieser Springer hier vielleicht deplatziert steht oder sowas. Ja. Ich habe gedacht, wir haben jetzt eine offene Turmlinie. Ich bin davon ausgegangen, dass sich früher oder später diese Türme hier abtauschen würden. Mhm. Und dass ich vielleicht einfach durch diese etwas skurrile Bauernstruktur und diesen deplatzierten Springer auf H2 minimal auf Vorteil spielen könnte. Ja, warum nicht? Und wie gesagt, mein Gegner hatte ein bisschen weniger Zahl als ich. Da habe ich gedacht, ist eigentlich wahrscheinlicher, dass er jetzt einen Fehler machen würde als ich. Springer E5, gefällt mir. Springer E5 ist ein sehr interessanter Zug, weil wenn ich den schlage, er schlägt hier wieder, sei das jetzt mit Bauer oder Turm, am Ende steht meine Dame hier, könnte er sich überlegen, den Bauern auf H7 zurückzuholen, aber dann geht mein anderer Turm nach H8, dann muss er doch aufpassen, dass er nicht doch hier Richtung Königsangriff irgendwie reinläuft. Mhm. Und deswegen hat mein Gegner das so gespielt, dass nach dem Tauschen hier, nach dem Turm schlägt, Dame schlägt, er nicht auf H7 genommen hat, wofür ihm die Engine sogar recht gegeben hat, sondern er jetzt Springer F3, diesen deplatzierten Springer mit Tempo wieder rausgeholt hat und jetzt hier angreift, hier angreift, hier angreift. Ja. Und ich meine Dame ziemlich passiv stellen muss, um alles gedeckt zu halten, sodass er nach Turm E1 zwar einen Bauern weniger hat, aber eigentlich schon ziemliche Kompensation dafür hat. Also ich meine, dieser Läufer ist eigentlich ein ziemlicher Riese, dieser Springer kann eigentlich mal ziemlich gut werden. Er hat die einzige offene Linie und die Dame ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich würde eigentlich sagen, Weiß hat hier ordentlich Kompensation für den Bauern. Da greife ich mal eben kurz ein. Also glaub ich auch, ja, und gebe ich dir recht, bin ich sehr, sehr spannend. Also sowohl, dass du das so einschätzt, als auch dein Gegner mit
1800, irgendwie so grob in dem Dreh, hast du ja gesagt, ne? Nee, hatte tatsächlich wesentlich weniger. Ah, auch dann noch, ja, aber dann ist die Leistung ja umso höher zu bewerten, dass er das so einschätzt, dass er sagt, ein bisschen Aktivität, das muss reichen, um den Gegner auch ein bisschen zu beschäftigen und so weiter. Und finde ich gut, dass man das überhaupt in Erwägung zieht und dass ihr da beide so einschätzt, dass Weiß hier mit der Aktivität Gegenspiel hat. Ja, deswegen glaube ich übrigens auch, ja. Deswegen find ich eine gut und bemerkenswerte Sache. Sowas kommt ja erst so normalerweise in Anführungsstrichen erst so ab 2000 oder so, ja, aber schon gut. Wenn man es vorher weiß. So, alles klar. Also mein Gegner war tatsächlich ein Jugendlicher, also der war scheinbar schon so ein bisschen am Aufstreben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zahl der mittlerweile hat, aber nach der Partie habe ich auf jeden Fall gesagt, du hast nicht, ich weiß gar nicht, 1500 oder sowas hatte der, glaube ich, auf dem Papier. Ich gesagt, das hast du auf keinen Fall. Ich meine, das hat mich so lange gequält, diese Partie. Nie im Leben hatte der 1500. Okay. Also ich habe jetzt H6 gespielt, um diesen Bauern auf dem Angriff rauszuholen, den Bauern hier zu decken, dass ich vielleicht meine Dame wieder für irgendwas Aktives mal benutzen kann. Der Turm dringt jetzt hier auf E7 ein, macht eigentlich auch Sinn, den auf E7 3 zu stellen. Dame nach E6. Dame E2. Nimmt hier auch die E-Linie unter Kontrolle, deckt den Turm ab. Springer nach C4, das ist eigentlich dieses natürliche Feld, da möchte er hin. Springer E5, auch wieder sehr interessant, den Springer hier Oh, reinzustellen, Falle, zu drohen, den zu Falle. schlagen. Wenn ich den hier schlage, kommt Springer C6 und meine Dame ist weg. Auf solche Tricks müsst ihr aufpassen, Freunde. Das ist immer in Zeitnot ganz, ganz mies, sowas. Ja. Okay, machen wir so. Alles klar, Freunde. Technische Probleme passiert, aber sind jetzt behoben und wir waren bei Springer E5 mit dieser Falle und so weiter. Und jetzt, Tom. Mea culpa. Geht's Genau, einfach wir nochmal weiter. waren jetzt hier bei Springer E5, dass ich hier den Turm nicht schlagen darf wegen Springer nach C6. Und ich würde meine Dame verlieren. Und ich habe mich dann am Ende einfach dazu entschieden, den rauszuschlagen, weil ich gedacht habe, desto weniger Figuren auf dem Brett sind, desto besser. Ich meine, das gab ja immer diese Motive mit Springer C6, einfach um diese B-Linie vielleicht mal aufzumachen, mit dem Gedanken, dass der Läufer hier hängt, dass ich mit der Dame da nicht richtig nehmen kann. Deswegen habe ich das Springer E5 vereinfacht dafür die Stellung. Turm Schach E5 macht Sinn. Ich habe jetzt hier D4 gespielt. Ein bisschen, um meinen Läufer wieder Freiraum zu gewähren. Vielleicht nochmal in die Richtung hier zu gehen. Das sieht Macht gut ja eigentlich aus. Sinn. Der Bauer wurde geschlagen. Ich schlage hier zurück. Kurze Anmerkung vielleicht. Ich bin hier nicht grundrein matt, weil ich immer diesen Turm zurückziehen kann. Das ist gut. Ja, Gegner spielt Läufer nach E6. Ich habe mir ganz kurz die Züge wiederholt, weil mein Gegner, der wollte das Remis haben. Ich wollte es tatsächlich nicht haben. Ich wollte nur ein bisschen diese 30 Sekunden auf die Uhr bekommen. Ja, sehr gut. Und habe mich dann am Ende für Turm D8 entschieden, welchem ich tatsächlich nicht ganz zufrieden bin, aber mir ist einfach kein besserer eingefallen, gerade in der kurzen Zeit. Ich habe ein bisschen dieses Problem, dass ich immer noch die drei Bauern hier stehen habe und so ein bisschen auf Grundreihen matt stehe, dass ich meine Turm und meine Dame nicht so benutzen kann, wie ich es gerne würde. Kann vielleicht auch mal als kleines Beispiel zeigen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel schlagen würde, würde er hier schlagen, greift die Dame an und droht das hier. Dementsprechend habe ich hier schon ein riesiges Problem. Glaube ich auch, ja. Deswegen habe ich mich für Turm D8 entschieden, weil ich habe nichts Besseres gesehen. Ich kann eigentlich keinen von diesen Bauern vernünftig nach vorne ziehen. Am ehesten wahrscheinlich noch den B6 Bauern, wobei das so lang dieser Läufer noch auf dem Brett ist, eigentlich auch immer so eine Gefahr ist. Naja, ich habe mich für Turm D8 entschieden. Gegner hat hier den Läufer getauscht. Turm nach E7, Dame D5, diese Pseudoaktivität, dass die so in der Mitte vom Brett steht und in alle Richtungen gucken kann. Auch wenn sie so Ja. richtig aktiv nichts tut. Turm E8, der möchte jetzt hier noch den Turm abtauschen. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt hier B6 zu spielen, weil jetzt, wo dieser weißfeldrige Läufer nicht mehr da ist, ist dieses Loch hoffentlich nicht ganz so schlimm. Und man Luftloch, ja, jetzt ist man schon mal nicht mehr grundliniengefährdet.
Genau. Jetzt hier den Turm getauscht, Dame nach E6 gespielt. Ich hatte jetzt hier Dame nach D1 gespielt. Und nach König hatte ich tatsächlich schon so eine Variante angerechnet. Ich hatte nämlich überlegt, F3 mit Schach zu spielen. Ja. Das zwingt dann den König auf eins von diesen zwei schwarzen Feldern. Und dann Dame D6 Schach zu spielen. Weil das forciert in ein Bauernendspiel übergeht. Bauernendspiele sind ja immer konkret. Bauernendspiele haben ein klares Ergebnis, entweder 1-0, 0-1 oder ein halb an halb. Deswegen sollte man die eigentlich immer konkret durchrechnen. Ich habe aber gesehen, dass er natürlich dann meine F3-Bauern bekommt. Das heißt, ich habe keinen mehr Bauern mehr. Und habe ausgerechnet, dass ich das Bauernendspiel sogar verlieren würde. Okay. Und habe mich deswegen dazu entschieden, nicht F3 zu spielen. Ja. Grundsätzlich, kurze Frage zu Damen-Endspielen im Allgemeinen. Also ich halte die für super kompliziert. Und ja. Ne, 18 Millionen Schachs, die da überall immer gucken muss und so. Ja. Wie ist so dein Angehensweise? Hast du da irgendwie Bammel vor? Oder sagst du, ich habe genauso gute Chancen wie der Gegner? Oder ist das nicht so kompliziert? Oder... Ich finde, gerade auf dem Niveau, auf dem ich noch bin, ist es eigentlich sehr, sehr kompliziert. Mein Problem ist da vielleicht auch, dass ich nicht ganz so viel Praxiserfahrung habe mit Damenendspielen, was eigentlich ein bisschen verwunderlich ist, weil die kommen ja nicht ganz so selten vor. Ich habe mir auf jeden Fall in der Partie die Mühe gemacht, so ziemlich alles durchzurechnen, was irgendwie ginge, beziehungsweise halt die kritischen Schachs von ihm zu vermeiden. Aber scheinbar auch nicht hundertprozentig korrekt. Das werden wir gleich nämlich am Ende sehen. Da gab es nämlich eine sehr, sehr interessante Stellung. Okay, dann mal los. Ich habe nämlich jetzt hier direkt Dame D6 gespielt. Weil ich gedacht habe, wenn ich diesen F3 nur auf dem Brett habe, dann ist das Bauernendspiel natürlich gewonnen. Dame E8 Schach, König B7, Dame E4, C6. Jetzt muss ich ja gucken, wie ich am besten diesem Dauerschach entkomme. Dame H7, König B8, Dame nach D8, König C7, Dame G7 und Dame nach D7. Dann habe ich gesagt, okay, ich gebe den hier ab. Dafür bekomme ich diesen Bauern hier. Und hatte dann geplant, meinen König auf A6 zu verstecken. Und hatte gehofft, dass ich da dem Dauerschach ein wenig entkommen kann. So ist es nämlich im Grunde auch passiert. Er hat jetzt hier H4 gespielt, hat jetzt versucht, hier selber Aktivität reinzubringen, was tatsächlich gar nicht die Idee ist. Ja, das ist ja auch immer so ein psychologischer Moment. Man versucht irgendwie auf Vorteil zu spielen, auf einmal packt der Gegner H4 aus und droht selber ganz schnell einen Freibauern ins Rennen zu schicken, also die Qualität des Bauern zu betonen. Und dann muss man auf einmal so, oh, Hilfe, Hilfe, ne? Dann schon wieder noch mehr rechnen oder so. Ich sag, spannend, wie du reagierst. Als H4 auf dem Brett war, da habe ich die restliche Zeit, sagen wir es mal, die ich noch habe, habe ich hier reingesteckt. Ich habe dann, glaube ich, bei 2 Minuten hatte ich dann noch auf der Uhr, da habe ich dann gezogen und habe gesagt, okay, die Stellung ist jetzt gewonnen für mich. Ich habe hier den Weg gefunden, nennen wir es mal, Dame B1 Schach, G2, Dame E4 Schach, König G1 und dann F3. Ich habe gesagt, ich drohe jetzt hier das Schach und den zu schlagen. Ich drohe das Schach und den Matt. Und habe gesagt, okay, das ist es, jetzt habe ich gewonnen. Weil drohe ich auch den Schach, den zu schlagen, aber die anderen Sachen sind halt wesentlich wichtiger. Und ich musste, als ich hinterher dann die Partie analysiert habe mit der Engine, grauenvoll feststellen, dass die Stellung komplett remis ist. Und dazu vielleicht eine kurze Frage an die Zuschauer. Würdet ihr in der Stellung jetzt den richtigen Zug finden? Würdet ihr das Remis halten können oder nicht? Ja. Könnt ihr mal klein überlegen und dann lösen wir auf. Genau. Schreibt es mal im Zweifelsfall auch in die Kommentare. Ja? Denkt ruhig 2 Minuten nach. Ist kompliziert. Aber ihr könnt das Video anhalten, ne? Dann fangen wir jetzt an mit der Auflösung. Genau, die Idee ist nämlich hier mit Weiß Dame auf G7 zu spielen. Damit, wenn der König zum Beispiel hier nach B8 geht,
Dame G8, König B7, beziehungsweise eigentlich braucht man das nicht zu tun. Meine Idee ist ja, wenn Weiß hier versucht, Dauerschach zu machen, dass ich mit meinem König auf A6 gehe, weil dadurch, dass der Bauer auf A2 steht, ist es nicht möglich, dass er hier noch einen Schach geben kann über die Diagonalen. Mhm. Deswegen wollte ich mich eigentlich mit dem König auf A6 verstecken. Aber dadurch, dass man dieses Dame G7 Schach gespielt hat und mein König sich dem A6 Feld nähert, ist er weiter weg von diesen Bauern. Ist jetzt ein Tempo weiter weg vom Königsflügel, sodass man hier jetzt König nach H2 spielen kann. Und wenn ich jetzt wie geplant auf G4 schlage, kann die Dame auf G5 nehmen und ich darf die Dame nicht tauschen, weil ich das Bauern ins Spiel verliere. Oh, weil mein König ja nicht mehr aufhalten kann. Quadratregel. Ja. Eieiei. Das ist die Verteidigung, wie Weiß ich hier verteidigen kann. Okay. Nach F3. Mhm. Nach F3. Ja, mein Gegner hat das tatsächlich in der kurzen Zeit nicht mehr gesehen. Er hat direkt König H2 gespielt. Mhm. Und jetzt kommt es halt, dass ich jetzt hier auf G4 nehmen kann, wie geplant. Und er nicht mit Dame schlägt, G5 das Bauernendspiel gewinnt, weil jetzt mein König eben noch rechtzeitig ist, um den Bauern zu stoppen. Wow. Freunde, das sind Damen-Endspiele, ja. Deswegen hasse ich Damen-Endspiele. die sind so kompliziert, ja, Wahnsinn. Da kann immer alles passieren. Aber eine super spannende Partie, finde ich, ja. Mit vielen, sowohl im Mittelspiel, also Öffnung zum Mittelspiel, als auch im Endspiel hinten raus. Viele, viele Momente, wo man sich wirklich Gedanken machen musste, ja, Ideen, Strategien, aber auch natürlich Taktiken, klar. Okay, das waren jetzt die ersten 4 Runden quasi, ne? Ja. Und du hast jetzt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 2,5 aus 4? Ja, genau, 2,5 aus 4 hatte ich, ja. Mhm. Dann würde ich sagen, damit das Video nicht zu lange wird, gucken wir uns die anderen Partien im nächsten Video an. Freunde, ich sag schon mal besten Dank fürs Reinschauen, fürs Mitfiebern, fürs Daumen drücken an den Tom. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Gedanken eines B-Open-Spielers. Tom, du hast selber 1800 so in dem Dreh. Ja. Ja. Ist mal was anderes, als immer nur die Gedanken von Großmeistern oder 2000ern zu hören. Ja? Deswegen hoffe, euch bringt es auch was. Und dann sehen wir uns zu den Runden 5 bis 9 wieder. In dem Sinne, bis später. Bis zum nächsten Mal.